Unser nächster Speaker ist ein Wiedmob-Kollege. Und hab er ich ist doch auch gesagt. Und er ist auch im Vorstand beim CSC Düsseldorf und auch beim CSCD, dem Dachverband. Bitte einen ganz großen Applaus für Buddix. Dankeschön. Hallo Berlin. Hallo ihr Befreiten mit legalem Weed in der Tasche. Hallo ihr siegreichen Vorkämpferinnen und Aktivistinnen. Hallo ihr Entstigmatisierten. Hallo liebe allseits anerkannten und geschätzten Patientinnen. Hallo ihr alten und neuen sorgenfreien Homegrowerinnen mit 50 Gramm. Hallo ihr lieben Arbeitslosen wieder bei Weedmobberinnen. Hallo liebe den Schwarzmarkt bekämpfenden CSCs. Hallo in Deutschland, Karl Lauterbachs Cannabis Wonderland. Na, alles tutti? Ich denke auch nicht. Dann mache ich für euch ein paar Beispiele aus den letzten Monaten, die ich erleben durfte. Vergangene Woche war ich mit meiner Partnerin und einem befreundeten Pärchen zusammen essen. Tolle Outdoor-Location mit leckeren Gerichten. Und danach habe ich, wie immer nach dem Abendessen, meinen Mighty-Verdampfer angeworfen. Kommt vom Nachbartisch ein Mann mit Zigarette in der Hand auf mich zu. Können Sie bitte damit aufhören? Meine Frau ist schwanger. Natürlich habe ich Rücksicht genommen, konnte mir aber eine Kurzaufklärung über das Gefahrenpotenzial von verbranntem Tabak und verdampften Cannabis nicht verkneifen. Am 2. Juli-Wochenende finde ich vor der Rheinkirmes in Düsseldorf ein mannshohes Plakat mit Cannabisverbot und wenige Schritte weiter einen unappetitlichen großen runden Fleck mit Erbrochenem. Super Gefühl, wenn man sich von einem Volksfest gleich mal ausgegrenzt fühlt. Man möchte am liebsten gleich den roten runden Fleck ein bisschen erweitern. Die Tage haben wir uns mit einigen unserer CSC-Vereinsmitglieder im Düsseldorfer Volksgarten getroffen. Auf dem Weg dorthin ging es vorbei an der Stadtteilkirmes in Oberbilk. Dort glänzte man mit einem Verbotsschild, auf dem Cannabis mit einem N noch nicht mal richtig geschrieben stand. Null Ahnung, aber die saufenden Schützen fühlen sich berufen, ein Verbot auszusprechen. Und wir überprüfen mit der mobilen Bubatz-Karte im Park erstmal, ob wir rechtlich in der Lage sind zu konsumieren. Es lebe unsere neue Freiheit! Ich selbst komme aus Neuss, also andere Rheinseite. Dort hat sich der Stadtrat jetzt final mit dem Umgang von Rauschmitteln in der Innenstadt beschäftigt. Da der Hauptstraßenzug von einer Straßenbahn befahren wird, handelt es sich faktisch nicht um eine Fußgängerzone und fällt damit auch nicht unter den Bereich des Konsumverbots zwischen 7 bis 20 Uhr laut Kanye. Das Ergebnis zum Alkohol, und jetzt wird es ein wenig langatmig, die Einführung eines allgemeinen Alkoholkonsumverbotes im Hauptstraßenzug ist derzeit nicht umsetzbar, weil diese nach geltender Rechtslage nicht zulässig sein dürfte und einer gerichtlichen Überprüfung aus Sicht der Stadt aus Sicht der Verwaltung nicht standhalten würde. Durch Alkoholkonsum im öffentlichen Raum sei an sich noch keine abstrakte Gefahr gegeben. Vielmehr handelt es sich um straßenrechtlichen Gemeingebrauch. Es existiert kein allgemeiner Erfahrungssatz dahingehend, dass mit Alkoholkonsum eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zwingend einhergeht. Auch dass Alkoholkonsum generell zu mittelbaren Störungen im gefahrenabwehrrechtlichen Sinne führt, entspricht nicht der allgemeinen Lebenserfahrung. Beim Cannabis dagegen scheint für die Stadt Neuss die Gefahr so hoch, dass man im Sinne des Kinder- und Jugendschutzes nach Kanye den Konsum verbietet. Aber wo ist denn hier der Erfahrungssatz dahingehend, dass mit Cannabiskonsum eine Gefahr für die öffentliche Ordnung zwingend einhergeht? Oder die Lebenserfahrung, dass unser geliebtes Kraut generell zu mittelbaren Störungen im gefahrenabwehrrechtlichen Sinne führt? Wo? Zusammenfassend und das kurz,
Kiffverbot im Neusser Hauptstraßenzug seit dem 3.7. offiziell verordnet. Saufverbot geht nicht. What the fuck? Jetzt ein paar Worte zu den CSCs, die ich ja hier auch mit repräsentiere. Ich gratuliere herzlichst den Vereinen, die in Niedersachsen schon eine Anbaugenehmigung erhalten haben. Ganderkesee und Co. super. Viele Vereine, die sich gegründet haben, ja, Applaus dafür ruhig. Viele Vereine, die sich gegründet haben, werden aber noch lange Kämpfe mit Behörden vor sich haben, weil sie mit den Regelungen wie Konsumverboten oder Kifferlisten nicht einverstanden sind. Wir werden Cannabis Culture oder Cannabis Consumer Clubs und wir legen unsere Priorität erstmal auf das Socializing. Und aus der Erfahrung unseres Miteinanders im Verein in Düsseldorf kann ich nur sagen, das macht verdammt viel Spaß. Also liebe Cannabis Social Clubs, egal welche Ausprägung, macht weiter, engagiert euch und bringt ein Ziel weiter mit voran. Die vollständige Legalisierung von Cannabis als Rohstoff, als Genussmittel und als Medizin. Vor einigen Monaten durfte ich im GMM in Düsseldorf schon eine Rede halten. Und dort haben wir gemeinsam Nein gesagt zu Sachverhalten, wie zum Beispiel der Androhung einer schweren Straftat bei einer 1 Gramm zu schweren Ernte oder zu Markus Söder als kommendem Kanzler. Heute habe ich hier die große Ehre, auf dieser Bühne zu stehen und ich möchte mit euch zusammen gerne Ja sagen. Ihr könnt statt Ja auch gerne Vokabeln wie sofort, genau, alternativlos oder was euch auch immer Positives einfällt schreien. Hauptsache, wir hören diese Hanfparade 2024, damit auch die letzten Ewiggestrigen wie Friedrich Merz und Co. lernen, es gibt kein Zurück mehr. Also, testen wir das mal an. Wollt ihr die Fachgeschäfte, denen ihr sichere Cannabisprodukte in einem sicheren Umfeld erwerben könnt? Wollt ihr safe sein, eure Führerscheine zu behalten, wenn ihr einen ausreichenden und reellen Zeitraum nach dem Konsum in eure Fahrzeuge steigt? Wollt ihr als Homegrower andere nicht nur gucken, sondern sie auch eure Köstlichkeiten, in die ihr euer Herzblut gesteckt habt, kosten lassen? Wollt ihr, dass es normal wird, Hanfpflanzen auf Balkonen, in Gärten und auf Feldern zu sehen, weil die niemandem etwas tun? Wollt ihr hier heute laut sein und eine Riesenparty feiern auf der ersten Hanfparade mit erlaubtem Konsum? Also gut, also zumindest bis kurz vor Ende des Roten Rathauses. Da beginnt nämlich die nächste Verbotszone. Trotzdem und gerade deshalb viel Spaß und Zündung! Vielen Dank! Großen Applaus für Buddy!